So, meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Duke, der Landwirtschaftssimulator 2013 hier auf Ellenberg mit Dino. Ja, hallöchen, Popöchen. Wenn du wieder da bist, kannst du sogar schon den nächsten Zwinger mitnehmen. Achso, hatte ich mir das auch vorgestellt. Mein kleiner roter Kugelblitz. Da freut er sich. Ja. Hast du die beide schon voll? Der zweite ist gleich voll, da passen noch 5% voll. Voll. So. Da gehen, glaube ich, nur 36.000 insgesamt, ne? So, und wieder zurück zur BGA, Baby. Der Weg ist ultra geil, kurz. Muss man sagen. Also von hier aus zur BGA ist mega. Naja, das haben die alles ein bisschen kurz gehalten. Ja. So. Wenn man halt das Feld nutzt. Wenn man das Feld nutzt, richtig. Und wenn man das Teil hat, was Gras häckselt. Also sonst würde das ja nicht viel bringen. Oder? Du kannst Gras so in die BGA kippen. Und es wird zu Silage. Gute Frage. Ne, warte mal, Stroh könnte man so. Ne, könnte man Stroh so in die BGA. Ne. Irgendwas konntest du doch. Also Zuckerrüben kannst du in die BGA. Ah ne, die konntest du bloß direkt in Löwe kippen. Und Löwe Gras konnte man ablösen oder so direkt. Ich weiß es gar nicht mehr. Dein Plan. Aber bei Zuckerrüben weiß ich zum Beispiel, dass man die Zuckerrüben in einem Fermentierer da hauen konnte. Mhm. Und dass da ja Gülle draus geworden ist. Mhm. Das weiß ich noch. Weil es eigentlich für Verschwendung sondergleichen ist. Ich finde das richtig geil gemacht hier, die BGA, mit diesen Riesenhaufen. Wenn wir die Schlippe dann 10% haben, dann kann man den ganzen Spaß halt auch verdichten. Ja, das sind jetzt 250.000 dann. Ich weiß nicht, ob das reicht erstmal, oder? Na gut, ich würde die Wiese noch hier reinkippen und dann würde ich sagen, machen wir es zu. Obwohl, stimmt, wenn du 10% drin hast, kannst du zumachen, dann hau ich den Rest in die Vollermischstation. Ich hau das da rein, ich will da auch mal hinfahren. Oder wird mir alles. So, mein Traktor ist gerade außer Kontrolle geraten. Dann würde ich sagen, liebe Zuschauer von Tino, dann plant euch schon mal den morgigen Tag komplett auf hier ein, bis er die Futtermischstation gefunden hat. Wird ein bisschen länger dauern. Sehr witzig, Herr Kugelblitz. Fällt dir das roter Kugelblitz? Ich finde, das ist ein cooler Spitzname, ehrlich gesagt. Hier ist sowas von scheißegal. Wie sieht's aus? Voll? Ja, der war gut. Oh Gott, nicht mal ansatzweise. Dann fahre ich jetzt mal zur Futtermischstation. So. Da können wir auf jeden Fall mal hindüsen, während der Rennen hier noch zu tun hat, ey. So, warte mal hier auf die Street. On the Street. So. 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 Dann müssen wir irgendwie nach oben. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen Feldweg fahren. Und zwar hier den. So. Jetzt müssen wir. Schön ist, es gibt halt wirklich viel zu entdecken auf der Map. Das gefällt mir so richtig gut. Achso, hier waren wir ja wieder bei den Fischen. Oh shit. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Also neben den Tieren müsste dann die nächste kleinere Investition halt dieser kleine LKW sein. Der kostet bloß 50.000. Mhm.
Weil man damit halt die ganzen Waren transportieren können. Ich meine, links von der BGA, wenn du. Welchen kleinen LKW? Denken wir mal einen kleinen LKW. Wir haben ja zwei Mods drin. Wir haben einen großen LKW als Mod und einen kleinen LKW als Mod. Wir brauchen erstmal dann den kleinen. Weil mit dem können wir Fische transportieren Ach und die so, ach so, du Blumen und meinst so weg weiter und den, so ach fort halt. so, du meinst weg den LKW. Warte mal, wo hast du gesagt, ist das? Ach, hier links muss das doch gewesen sein jetzt. Inwiefern? Nee, Oder nee, was? passt schon, nee, alles gut. So, mal hier rum. Und dann müssen wir hier rein. So, oder auch nicht. Was ist denn hier diese Arschlochs-Zufahrtsstraße? Mann! Baum, Zaun. Oh. Da ist die Zufahrtsstraße. Da ist sie. So, genau. Dann geht's quasi hier hoch. Ach, und das ist die Futtermittelstation hier. Da muss man quasi hier hochfahren und dann. Wow! Das ist ja geil. Das Da ist ist ja er. richtig cool gemacht. Oh, halt alles mit denen auf jeden Fleck halt. Immer nichts mehr selber machen. Das ist ja vor allen Dingen meine, das ist ja aber richtig ordentlich von der Größe. Da passt. Also die 40.000 Gras, die ich da reingehauen habe, waren 21% gerade noch. Hat auf jeden Fall schon mal was. Krass. Oh Gottes Aber du kannst Bene. ja hier direkt auch Strohballen hinschaffen. Echt? Ja. Sind Mach jedenfalls das Strohballen. mal, hast ja Anhänger. Kraftfutter. Hier kommt das Kraftfutter raus. Also das ist natürlich klasse. Mega. Richtig gut gemacht. Stroh. Silage. Gras. Stroh, Silage, Gras. Und hier unten ist noch eine Abladestation. Für Strohballen, so wie es aussieht. Ja, probier's mal. Hänger ist ja drin. Weil hier sind einmal Strohballen und einmal Stroh, Silage. Ah, ja. Probieren wir. Was wird angezeigt? Wir haben 43.000 Liter Heu. So, gut, fahren wir zurück zum Hof. Lampa, 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 Lampa. So, wo? So, einmal zurück zum Hof. Gibt's sonst eigentlich irgendwas Neues bei dir in der Welt, im Leben? Irgendwas Neues? Nö. Ich hätte mal wieder Bock auf ein neues Spiel. Hier hat man doch erst den Recycling-Simulator geschenkt. Gott sei Dank geschenkt. Ja, Recycling-Simulator ist halt, ne? Wie soll man es erklären? Das ist halt der Recycling-Simulator. Ich denke mal, das Spiel wäre um einiges schöner, wenn es funktionieren würde. Oh Wenn man gut, das haben funktionierende Spiele an sich. spielen könnte, dann denke ich, wäre das um einiges cooler. Ich muss mal gucken, ob das Let's Play jetzt überhaupt noch läuft bei mir, ob ich es überhaupt hingekriegt habe oder ob es mich quasi komplett zur Verzweiflung gebracht hat. Weil das Problem war ja, dass ich weiterspielen wollte und dann jedes Mal das Spiel gecrashed ist. So, wollen wir mal schauen, ob ich es mittlerweile hinbekommen habe oder ob ich es aufgegeben habe. Und leider habe ich ja nichts Materielles in der Hand, weil wenn es eine CD wäre, würde ich die noch feierlich, würde ich das noch mit der GoPro filmen, würde das auf YouTube hochladen, wie ich es verbrenne oder zerstöre oder vernichte oder keine Ahnung. Also, sorry, liebe Entwickler, aber da habt ihr wirklich einen Vogel abgeschossen mit dem Ding. Da habt ihr echt einen Vogel abgeschossen. Schon allein ein Spiel zu releasen, was nicht funktioniert, was nicht, gar nicht startet nach der Installation, was sofort crashen tut, was man selber patchen muss, um es überhaupt spielen zu können. Sehr schön. Und der Patch sollte ja auch schon lange draußen sein. Kann ich dir nicht so. Ja, klar. Wann ist das Spiel rausgekommen? Vor einer Woche? Oh, jetzt mittlerweile von der Woche, Ja, nach einer Woche sollte dann langsam mal ein Patch kommen, dass es funktioniert überhaupt, oder?
Ja, oder man macht es halt einfach so, wie oder. gesagt, Acta Logic sind auch die, die den Ja, Agrardings. Agrarsimulator gebastelt Ja, haben. aber. Oder man macht es halt einfach so, man investiert 100.000 in ein Spiel und nimmt halt nur 20.000 ein, keine Ahnung. Das ist natürlich auch, solange wie es funktioniert, meinetwegen. Das ist unglaublich. 100.000 waren jetzt gut. Ja, das war ein Beispiel. Ja, Einfach nur aber zur Veranschaulichung. bin hochgesetzt. Es war ein Beispiel zur Veranschaulichung. Ja. So, warte mal, Ladeart wählen, hat ausblenden. Warte mal, Ladeart wählen, was war das jetzt? J, Produktladen starten. B. Sehr schön. Die ersten ja schon drauf. Jetzt haben wir uns hier verfriemelt. Ja, blub, 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 blub. Und wie sieht es bei Trendweaver aus? Toll, wie viele Beine habe ich jetzt hier drauf? Erzino? Gut. Läuft. Läuft. Ich finde wiederum, dass das ist ein schönes Spiel. Hat du eigentlich sehr gute Bewertung überall gekriegt. Ja, also hat was. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und das möchte was heißen. So. Ne, Trainweaver ist echt ganz nett. Also kann man nichts sagen. Wer bist du denn da jetzt überhaupt? Ja, ich versuche jetzt halt die ganzen Produkte zu erschließen und quasi, dass ich da halt überall mein Geld verdiene. Also die ganzen Produktwege da. Hast du schon mal mit Bahn versucht? Ich habe eine Eisenbahn, ja. Das, ne, okay. Ja, Ich hab's von. jetzt zweimal versucht, bin zweimal gescheitert, weil macht Wow. nur Minus. Macht irgendwie Was nur willst du denn machen Minus. mit der Eisenbahn? Na halt, oh, na stinkt normal Güter halt, also Na, weiß ich ich. fange mal lieber mit Personen an. Personen von Stadt A in Stadt B zu bringen. Das bringt mehr? Ja, das bringt auf jeden Fall erstmal mehr, ja. Okay. Dann machen wir das mal so bei der nächsten Aufnahme. Ja, also einfach Personen Stadt A halten, Bahnhof setzen und guck vorher, was für Städte rundherum sind, weil es ist entscheidend, ob du einen Kopfbahnhof baust oder einen Durchgangsbahnhof. Also, es gibt nur einen Bahnhof, den du bauen kannst, aber ob der quasi als Kopfbahnhof fungieren soll oder halt als Durchgangsbahnhof. Wenn du verstehst, was ich meine. Also ein Durchfahrtsbahnhof ist ja logischerweise, Ja, wie ich das gehe mal Wort jetzt halt eben davon schon sagt. zum Durchfahren gedacht, Das heißt, du hast beziehungsweise. drei Orte, Ort A, B, C und du kannst halt von Ort A bis in Ort C fahren. Über Ort B. Das wäre jetzt ein Durchgangsbahnhof. Du fährst quasi durch Ort B, weiter geradeaus in Ort C. Ein Kopfbahnhof ist, wenn du zum Beispiel ABC hast und du fährst quasi von Ort A in Ort B, steigst dort um, um in Ort C zu kommen. Also in Ort B ist quasi erstmal Schluss. Da musst du aussteigen aus dem Zug, musst in einen anderen Zug einsteigen und quasi. Also quasi der Zug fährt rein und in die Richtung, wo er reingefahren ist, fährt er auch wieder raus. Also er fährt nicht hinten raus, sondern er fährt halt da, wo er reingefahren ist, wieder raus. Wenn du Dass verstehst, was dann ich meine. halt am Bahnhof es nicht weitergeht, dass dann halt, was weiß ich, Naja, die er dreht Fahrzeuge dann halt stehen. sozusagen um und fährt wieder zurück. Genau, ja. So. Ja, das krieg ich mal hin. So, Hänger ist voll, Meister mit Dings, Ja. Kanzlervollmilchstation. Ja, aber ich habe ja hier die Ballen gerade am Start. Alles klar, dann fahr ich selber. So, warte mal. Zur Futtermischstation? Ja, weil da ist jetzt Gras drin. Ne, wir brauchen noch Silage. Silage brauchst du. Ja, na, hat irgendjemand gesagt, dass wir 10% haben und Dachte, das abdecken hattest du können? beim letzten Mal erreicht. Dann hätte ich das gesagt. Dann hättest du das gesagt. Denken ist nicht wissen. War doch. Das war in der Schule schon so. Ja, die Wiese haben wir jetzt mehr oder weniger fertig. Die paar Flecke Dann müssen wir hier noch können mal wir lassen. mähen. Was? Nee, wir haben jetzt hier. Wir Gucken haben wir uns keine. erstmal. Ja, wir können aber nicht abdecken. Wir haben keine Silage. Warten wir erstmal, was wir die 10% da überhaupt brauchen. Ach, das war auch nur eine Schätzung. Das war auch nur eine Schätzung, Na ja. gut, in diesem Sinne aber. Nee, noch lange nicht. Was? Ach so, noch lange nicht. Ach so, ich habe gedacht, der Part ist zu Ende. Gottes Willen. Ja. Ich wollte dich natürlich jetzt nicht hier an der Zeit berauben. So, warte mal, kann ich jetzt hier ausladen oder kann ich jetzt nicht hier ausladen? Wow. Verdammt nochmal. Was ist denn jetzt? Das war ein Leck.
Produktladen starten. Ableadeseite wählen. Y. Rundballen hinten. Hinten. Hinten ist gut. Moment. Fahre ich hier noch ein bisschen besser ran. Den Port gucke ich mir bei dir auf jeden Fall an. Kannst du mal fahren mit Deichsel, großen Maul. Um nicht mit Deichsel zu tun, es geht jetzt gerade um die, wie du das abladen tust. Rundballen hinten automatisch. Ladeort wählen, Y, manuell, automatisch. Produkt abladen, O. So. Alles weg. Hänger ist leer. Wo? Was war das jetzt? Mischstation 1, Stroh leer. Cool. Cool, also unsere Strohballen jetzt verpuffen lassen. Auch nicht verkehrt. Ja, was soll ich machen? Hier ist eine Ablage. Wir sind stolz auf dich. Ja, komm, spring mal rein hier bitte in den Traktor. Ja, aber erst im nächsten Part. Also sind wir ja doch fertig. Jetzt ja. Bleib wo. Gut, bis zum nächsten Part. Nein, wir sehen uns dann Damage Watch im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Bis dann. Tschüss. Tschüss.